Ja, und jetzt ereilen uns weitere Nachrichten. Wir schauen hier einmal exklusiv auf das Dorf, das so sehr betroffen ist von oben. Schuld in Ahrweiler, in Rheinland-Pfalz. Jetzt, wir sitzen derzeit im Helikopter, Bild live im Helikopter, im Flug über das Krisengebiet. Wir schauen uns das Ganze von oben an, das Dorf, das derzeit nicht zu erreichen sind. 6 Häuser sind dort eingestürzt, 70 Menschen verletzt. Knapp 700 Einwohner hat das Dorf. Das bedeutet, 10% der Einwohner sind derzeit vermisst. Und wir sehen hier exklusiv diese Aufnahmen jetzt von oben. Die Situation dieses kleinen Dorfes. Und man sieht auch dort der Blick von oben. Es ist alles voll mit braunem Wasser. Es gibt dort keinen Menschen, keinen Haushalt, kein Haus. Ja, wir zoomen hier noch einmal näher dran. Hier sieht man auch die Zerstörung. Kein Haus, das nicht betroffen ist von dieser Überschwemmungskatastrophe. Das sind schockierende Aufnahmen aus diesem Dorf, um das wir seit den frühen Morgenstunden so sehr bangen. Heute früh gegen 6 Uhr, 6.30 Uhr kamen die ersten Meldungen von dort rein, wo es hieß, da sind 6 Häuser eingestürzt in diesem Dorf in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler mit seinen ungefähr 700 Einwohnern. Dann haben wir dieses Dorf alle auf der Karte gesucht, haben geschaut, wo ist das, wie kommt man dahin, sind mit unseren Reportern auch, haben uns auf den Weg dorthin gemacht und haben überhaupt nicht mehr uns vorkämpfen können in diese Region. Das hat uns den ersten Eindruck davon vermittelt, wie schwierig es gewesen sein muss, für die Einsatzkräfte auch überhaupt dorthin zu kommen. Das heißt, wir haben dann über Telefon versucht, Kontakt zu finden dorthin, haben vereinzelt Stimmen aus dem Ort gehört, die uns gesagt haben, das ist katastrophal. Wir haben das mit kriegsähnlichen Zuständen beschrieben, die Menschen dort. Und wir wissen jetzt, warum. Das sind die ersten Aufnahmen aus der Luft von diesem Ort, aus Schuld in Rheinland-Pfalz im Landkreis Ahrweiler. Live sind sie dabei aus dem Helikopter hier bei Bild Live. Unser Kollege Jörg Löpker dreht in diesem Moment diese Aufnahmen hier von der Ahr, die normalerweise ein kleines Flüsschen ist, an dieser Stelle einen Bogen um dieses Dorf macht, aber die dieses Dorf in den letzten Stunden komplett vereinnahmt hat und dort Häuser zum Einsturz gebracht hat. Wir sind Bild und wir liefern dir deine News auf YouTube. Zum nächsten Video kommst du hier und vergiss bitte nicht, unseren Kanal zu abonnieren.